Boah, Leute, wir haben eine richtig fette Doni von Geremi. Bruder, wie soll ich das schon wieder aussprechen, Mann? Ja, Geremi, oder nicht? Ist doch richtig, oder? Keine Ahnung, Mann. Junge, ey, haut einfach 15 Euro aus, Digga. Junge, vielen, vielen Dank, Mann. Und noch einen fetten Text dabei. Hast dich echt gut gemacht. Danke. Respekt, dass du trotz deiner aktuellen Lage immer noch weiter machst mit Videos und Streams. Ah, Streams ja aktuell leider nicht, aber alles zu seiner Zeit, ne? Wir wollen ja nichts überstürzen, Junge. Kuss, dass du wieder da. Ich kann einfach nicht lesen. Ich sag das sowieso, ich kann nicht lesen. Kuss, dass du wieder da bist und die Community steht immer hinter dir. Boah, Digga. Geiler Text, Mann. Vielen, vielen Dank. Text auch geiler als die Doni auf jeden Fall. Aber ey, 15 Euro sind echt viel Geld, Mann. Nächste Autopaket, wenn nur eins kommen sollte, geht auf dich, würde ich sagen. Junge, vielen, vielen Dank. Geremi. Moin Leute, was geht? Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video und es wird Zeit für das nächste Track-Tool. Kostenlos, nicht aus dem Autopaket. Letzte Autopaket immer noch hier, Apex All-Stars und da waren sehr, sehr viele geile Rennwagen zu. Gibt's ein Video zu allen Autos, ein komplettes Video. Geht anderthalb Stunden, kannst aber durchskippen durch die Autos. Und jetzt ist ein bisschen Kuddelmuddel hier leider. Für mich, für euch dann vielleicht auch, keine Ahnung. Das musst du kaufen, kostet 10 Euro ungefähr. Es gibt aber noch andere Track-Tools, die du kostenlos bekommen kannst. Und die kannst du dir freispielen über die Listen hier. Festival-Spielliste, da haben wir zum Beispiel hier den Ford GT. Dann haben wir hier den Elantra, den Evo, was kommt hier noch? Porsche RSR, genau. Ne, die kann man sich ja kostenlos besorgen. Und ich habe mir, eigentlich wollte ich dazu kein Video machen zu den Fahrzeugen, weil diese Fahrzeuge juckt halt irgendwie nie ein, so. Aber scheiß drauf, ne? So, jetzt ist ein bisschen Kuddelmuddel, weil ich habe schon ein Video gemacht zu dem Ford GT. Das habt ihr aber noch nicht gesehen, weil ich wollte jetzt erst das machen, ne? Weil wenn ich das jetzt erst mache, dann ist das schon wieder alt, ne? So haben wir wenigstens mal ein halbwegs aktuelles Auto hier als Video, ne? Das heißt, das nächste Video wird dann das hier sein, Ford GT. Auch ziemlich interessant. Okay, den Pro-Stock, das Drag-Auto, das habt ihr auf jeden Fall schon gesehen. Das kam ja dann heute. So, und ich habe auch ein Video gemacht zur Corvette Z06. Und auch zu der neuen Corvette E-Ray, das kommt aber auch alles noch. Und zu dem normalen Ford GT, also nicht dieses Race-Car hier, sondern der normale von 2017, habe ich auch ein Video gemacht. Das verschiebe ich aber auch noch ein bisschen weiter nach hinten dann wahrscheinlich. Und heute gucken wir uns hier den 98 Elantra, Digga, was ist das für ein Name, Junge? Ich habe die ganze Zeit Tantra im Kopf, Junge. Bäm. Boah, ich habe ja echt irgendwie schon wieder taub heute, das war ja so übelst leise für mich. So, Auto kenne ich natürlich wieder nicht, man kennt ihn. Ich weiß auch nicht, was das für ein Baujahr ist. Das sieht aber eher moderner aus, ne? Warte, müssen wir eben vorher wissen. Ah, 2021. Gut, dann kann ich es eh nicht kennen. Was mich natürlich wieder komplett triggert und komplett stört, ist hier diese komische Tür. Wer braucht hier eine Tür? Kein Schwanz braucht hier eine Tür, Junge. Ich hasse Autos, die 5 Türen haben, Junge. Alter, was, wie viele Verstrebungen das sind denn da bitte? Junge, Alter, das muss ja übel stabil sein, das Ding. Ja, da kannst du auch vom Zug angefahren werden, da passiert wahrscheinlich auch nichts. Ich habe auch gar keine Ahnung, was da für ein Motor drin ist, ne? Das kann jetzt alles sein, Alter. 4-Zylinder, 5-Zylinder. Ja, am höchsten ein 6-Zylinder, ne? Weiß nicht. Du kannst auch nichts erkennen, Junge. Es kann alles sein. Es kann einfach alles sein. Aber das sieht wieder richtig krass aus. Aber wir wollten uns ja bei den Autos hier nicht über so viel Zeit dingsen, ne? Das sind ja eh so Videos, die keinen jucken. Also machen wir die schön kurz. Junge, was ist denn? Ja, alles kommt komplett frei, ey. Und guck mal, hier ist ja ein Loch drin, Alter. Das sehe ich ja jetzt erst. Lul. Auch geil. Komm, springen wir da auch nochmal ganz kurz rein hier. Einmal Luki-Luki-Mang. Aber das. Ja, das ist ja so freigeräumt, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte als Grundfarbe für das Auto, hätte ich schwarz genommen oder so, ne? Weil es ist alles so hell jetzt hier drin, so richtig hellweiß, ey. Oh, oh, Leute, guck mal hier, Sabelt Schalensitze. Habe ich auch, Junge, beste Leben. So, okay, Leute, wir können das doch anscheinend nicht mit den anderen Fahrzeugen vergleichen. Ja, da war ich mir ja nicht sicher, ne? Also die anderen Fahrzeuge, die wir alle hatten, die waren alle so Ende S1 und wir haben die dann auf S2 Mitte getunt. Der Ford GT spielt auf jeden Fall in deren Liga, der Porsche RSR spielt auch in der Liga. Bei den beiden bin ich mir nicht sicher, ne? Wie gesagt, ich kenne jetzt den Real-Life-Sport da jetzt nicht, aber der Wagen hat A800 und die anderen hatten alle Ende S1. Ich denke mal, das ist dann irgendwie eine andere Klasse oder so in Real-Life. Ich kenne mich da echt nicht aus. Ich denke mal, dass der Elantra und der Evo, dass die so in einer Klasse spielen, ne? Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Ich dachte, wir können die alle so ein bisschen vergleichen. Boah, was machen wir denn jetzt damit? A800, auch geil aber, ne? Da ist einfach ein fertiges A800-Auto. Der muss ja auch richtig abgehen eigentlich, ne? Warte mal. Geile Standgeräusche. Das sieht ja böse aus, die Lampen, ne? Junge, ist A800, ne? Der muss ja richtig krass fahren, ey. Aber ich kann echt nicht raushören. Das könnte ein 4-Zylinder sein oder ein 5-Zylinder. Keine Ahnung, Alter. Wieder von drinnen aus hier.
Sieht geil aus, aber der Sound von draußen gefällt mir viel besser, ne? Von drin hört man nur so Saugeräusch. Also entweder ist es kein Turbo oder man hört den nur nicht. Alter, von draußen ist das ja übelst gut. Leute, der hat nur einen Auspuff in der Mitte, oder was? Warte mal. Ja, hier unten. Ja, da war ich klein, ne? Warte mal, was ist das denn, ne? Ist denn da außen rum? Ist das Carbon oder was soll das sein? Oder ist das Kevlar? Boah, keine Ahnung. Ein Ofenrohr in der Mitte. Gerade gar nicht gesehen, Alter. Ah ja, guck mal, hier haben wir nämlich eine Animation, weil der schaltet da über die Schaltwippen, ne? Guck mal hier. Hoch, runter. Das hat man beim Ford GT nicht, ne? Kleiner Spoiler schon mal. Also von drinnen macht es echt keinen Bock, sag ich so, wie es ist. Von draußen ist es übelst gut. Ich will mal so ein paar Kurven nur mitnehmen hier, eben schnell. Aber hat der Allrad oder so? Nee. Lol. Der fährt sich ein bisschen untersteuerungsmäßig. Oder hat der Frontantrieb? Nee, das kann auch nicht sein, ne? Junge, du hast es unmöglich, den Wagen quer zu kriegen. Entweder der Frontantrieb oder absolut geisteskrank Anpressdruck oder so, keine Ahnung. Ey, ist aber cool. Also da möchte ich gerne noch einen von haben, weil das ist einfach ein fertiges, geiles S1-Auto, ne? Erstmal Antrieb. Er hat Frontantrieb. Ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht, Junge. Also das, was ist mit Heckantrieb? Da machst du den auf S1 803. Ja, okay, man könnte ja vielleicht ein bisschen Gewicht irgendwie dazugeben, ne? Warte mal. Okay, ich hab's. Du musst Felgen finden, die plus 20 Kilo machen. Das ist nicht so einfach tatsächlich. Das meiste ist so plus 5, plus 15. OZ Racing, Junge, das könnte man ja nehmen, ne? Oder die hier. Idee, warte mal, die sehen doch geil aus. Ja, die sehen gut aus, Junge. Dann nehmen wir die. Plus 20 Kilo. Kilo, ne? So. Und jetzt machst du entweder nur vorne groß, also das ist natürlich Quatsch, ne? Also entweder nur hinten oder du kannst auch beide größer machen, ne? Ach komm, wir machen beide groß, scheiß drauf. So, und jetzt hättest du wieder ein A800 Auto, aber wie fährt das jetzt, ne? Das gucken wir jetzt mal. Kann jetzt auch scheiße sein, ne? Ja, Traktion schon mal, merkwürdig, ne? Oh. Oh ja. Dann hast du halt sowas, ne? Ja, das andere fuhr natürlich einfacher. Ja, schwierig, ne? Ich würde sagen, wir machen daraus... was machen wir daraus? Keine Ahnung, ey. Was hat denn der für Reifen drauf? Alter, der hat ja auch... Der hat Slicks drauf? Junge, der hat Slicks drauf. Wieso hat er denn so wenig Grip dann, Alter? Das ist ein A800-Auto mit 300 popligen PS. Ja, also da können wir auf jeden Fall schon mal jetzt sagen, musst du ein Allrad einbauen, Alter. Sonst wird das ja gar nichts mit dem Auto, ey. Was haben wir denn hier für Motörchen? Also da ist jetzt übrigens ein 2-Liter-Motor drin, also wahrscheinlich Vierzylinder, ne? Dann hätten wir noch den Turbo-Rally, das geht gar nicht. Ja, moin, Alter. Was ist denn das für ein Vergleich? Ey, das ist ein Vierzylinder, dann kriegst du sonst nichts und dann kommt direkt ein fetter V8. Nee, Digga. Ah, nein, das ist doch blöd. Was kriegen wir denn aus dem Motor noch raus? Ich guck mal eben. Also 655 PS, da kommst du noch nicht mal ans Ende von S1. Also damit könnte man jetzt eigentlich ein cooles S1-Auto bauen. Jetzt machen wir noch die Reifen fett hier. So, jetzt, warte mal, gibt es eigentlich leichtere Felgen noch oder nicht? Ne, leichtere gibt es nicht, okay. Dann, oh, der hat so eine Bremse. Ja, die nehmen wir natürlich auch mit dann. Die anderen hatten alle keine Bremse, da sieht man schon mal hier, das ist eine andere Liga, ne? Abspecken, oh, okay, nee, warte mal. Ey, ist das Getriebe einstellbar? Warte mal, muss ich mal eben gucken. Getriebe ist einstellbar, okay. Okay, also Getriebe ist einstellbar, das können wir uns sparen. Dann müsste man auf jeden Fall Gewicht abnehmen. Wenn du auf S900 kommen willst, musst du in die erste Stufe brauchen wir.
haben wir 112 Kilo. Jetzt müsste man noch ein bisschen Leistung wieder rausholen. Okay, du kannst einfach den Auspuff ausbauen. Dann bist du genau bei S1 900. Macht auch nur 20 PS. Und der Soundunterschied ist, es gibt keinen. Dann bauen wir den Auspuff wieder aus. Warte mal, können wir die Schwungscheibe noch mitnehmen? Ach, die ist schon drin. Okay. Warte mal, ich mach die nochmal kurz raus. Kann man eventuell noch die Welle mitnehmen? Ja, guck mal, dann habe ich 2 Kilo gespart. Oder geht die Schwungscheibe jetzt auch noch? Ne, geht nicht mehr. Ach, guck mal, hier haben wir noch schlau gemacht. Jetzt haben wir ein S1 900 Auto. Herzlichen Glückwunsch. Nehmen wir das jetzt? Oder bauen wir dann V8 ein? Ah, nee, das ist doch Dulli, oder? Aber den Wagen könnte man dann perfekt mit dem Evo vergleichen, weil der Evo wird auch in dieser Klasse spielen, ne? Und ich baue nicht in so einem Evo ein V8 ein oder so, ne? Wollen wir das so nehmen? Ich kaufe das mal. So, Junge, ich habe jetzt mal geguckt. Also, Heckantrieb kannst du nicht fahren. Das macht gar keinen Sinn. Und ein Allrad, Digga, das brauchst du da auch nicht. Das ist ja voll Quatsch, ne? Außerdem würden wir da die Charakteristik von dem Fahrzeug verändern. Und ich finde, so ist das auch cool. Standardmotor, ein bisschen mehr Power noch. Frontantrieb behalten, breite Reifen, fertig. S1 von 100, Arschlecken. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich noch einen Wagen bekomme. Ich bekomme keinen. Also habe ich mir das Setup jetzt mal gespeichert. Ist also auch hochgeladen, wer das S1-Ding hier haben will. Dann fahren wir da mit einer Runde und dann hauen wir den V8 da rein. Und dann fahren wir da mal ganz kurz mit. Mal gucken, wie das so ist. Und da machen wir aber auch Allrad dann. By the way, bevor ich es vergesse, 635 PS haben wir jetzt hier. 57 Newton, 1200 irgendwas Kilo. Ja, und halt Frontantrieb, ne? Ja, wie gesagt, auch bei dem Auto kannst du Getriebe komplett einstellen. Federn waren schon unten. Kannst du auch alles einstellen. Die Aero ist so. Ich hätte gedacht, die ist auch wieder komplett nach links, ist aber nicht so. Und ich habe jetzt auch mal getestet, die nach links zu machen, ist nicht so sinnvoll. Kann man lieber so lassen. Ein paar Meter können wir kurz fahren, aber nur für den Sound. Ja, moin. Ja, geht schon ab, ne? Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen Turbogeräusche hier, weil da haben wir ja aufgerüstet. Aber ich finde den eigentlich schon nice. Der passt auf jeden Fall. Ich bin halt auch einfach real talk noch nie ein Frontantriebauto in dem Spiel gefahren. Das ist das erste Mal, ne? Das kann man gut fahren eigentlich. Ich bin mal gleich im Rennen gespannt. Ich hab noch, also, ne? 600 PS oder was hat er jetzt hier, ne? Ja, Kurve hier. Du siehst halt direkt, wenn du Gas gibst, dann weißt du, du fährst so nach rechts und gibst Gas, zack, nach links. Also mehr untersteuern geht auch nicht, ne? Aber das Coole ist, man kann so richtig geil reinbremsen und dann driftet der dann halt nicht weg, ne? So, jetzt gucken wir mal. Allererste Mal Frontantrieb, ja, außer mein Auto, blabla. Aber das hat ja viel mehr Power, das Ding, ne? Oh. Der hängt sehr lange oben im ersten Gang, ne? Aber danach geht's, Alter. Haben die jetzt hier alle Frontantrieb oder was? Nee, ist Quattro. Ja, er da mit seinem... Digga, was ist das denn, ne? Genau. Fährt wie ein Ferrari damit, ne? Muss man kurz leiser machen, so. Guck mal hier, ne? Du darfst ja nur nicht direkt auf Vollgas gehen, ne? Sonst kriegst du die Kurve nicht mehr. Richtig komisch, damit zu fahren, ne? So geht der geil rein, ne? Und vor allem kannst du halt richtig geil reinbremsen. Guck. Aber der driftet dann halt nicht weg. Sobald du wieder aufs Gas gehst, ziehst du sofort wieder gerade, ne? Jo, hast gesehen? Zieht sich direkt nach außen, Alter. Übelst untersteuern, Alter. Krass. Ja, wofür braucht ihr denn dann so eine fette Frittentheke, Alter? Macht das Sinn? Ja, aber wahrscheinlich schon, aber... Keine Ahnung, ne? Ist auch schön agil, ne? So S-Kurven mag der auch, Alter. Guck mal hier, ne? Guck mal, Alter. Hast du das gesehen, Junge? Vorne Dauerqualmen so, ne? Aber das geht richtig los, Junge. Wir fahren ja auch ohne Traktionskontrolle, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Aber eigentlich fahre ich in letzter Zeit nur ohne Traktionskontrolle, ne? Keine Ahnung. Das haben wir sonst nie gemacht. Ich glaube, wir haben 100 Videos, da fahre ich einmal nur mit. Ne, mehr als 100 sogar. Guck mal, wieder hier reinfährt. Guck mal, guck mal. Alter, ist das geil. Ja, siehst du, jetzt hat er wieder untersteuern. Lol.
Boah. Ey, Soundkulisse von drin komplett anders, ne? Von drin macht es echt keinen Spaß, sag ich dir ganz ehrlich. Also ist schon, ja, aber das von draußen ist halt 10-mal geiler, ne? Boah, Alter, what? Junge. Ey, das fährt richtig geil, ne? Wie gesagt, das Setup ist hochgeladen, ne? Boah, das fährt echt gut, ne? Das wäre ja manchmal ein bisschen schwierig jetzt für mich, weil ich sonst immer nur Allrad- oder Heckantrieb fahre. Aber guck mal wieder hier, guck mal hier. Links, rechts. Boah, lol, Alter. Ach, du brauchst auch nur teilweise Gas wegnehmen, Alter. Dann kriegt ihr die Kurve easy. Und meine Augen sind ein bisschen, vielleicht habt ihr das schon gemerkt, ich bin ein bisschen müde, Junge. Ich bin jetzt auch schon wieder seit, keine Ahnung, 20 Stunden wach oder so. Heute 2 Videos geschnitten. Und jetzt noch das zweite hier aufgenommen. Und das Video wollte ich ja jetzt gleich noch schneiden. Also guck mal, ich sag euch das mal, ne? Heute ist der 3. Mai, 4 Uhr nachts oder morgens, wie auch immer du willst. Das muss ich jetzt noch schneiden, das wird auch nochmal so 4 Stunden dauern. Dann sind es 8 Uhr morgens. Boah, Digga, das... Oh, nee, ich muss das heute noch schneiden, Digga. Das soll heute Abend dann schon kommen, ne? Ja, scheiß drauf. Ich bin jetzt schon voll müde, Junge. Ich kann nicht mehr. Komplett tot. Ja, man kann schon so, ich kann schon so easy 20 Stunden wach bleiben. Aber nur, wenn ich auch normal geschlafen habe. Und ich schlafe aktuell überhaupt nicht normal, Alter. Ja. Weißt du, normalerweise schlafe ich so 12 Stunden oder mindestens mal 10, ne? Und hier ist jetzt schwer, ne? Darfst nicht aufs Gas gehen oder halt nicht Vollgas, ne? Und die letzte Zeit schlafe ich immer nur so... Na, sagen wir mal 3 bis 6 Stunden, so eine Range ungefähr. Ja, oder 3 bis 5 Stunden. Sagen wir 3 bis 5. Normalerweise halt 10 bis 12, ne? Meistens eher 12. Ja. Kann man nichts machen, ne? Naja. Ey, das fährt echt geil, ne? Ohne Scheiß. Es ist ein bisschen manchmal komisch, weil der man dann so untersteuert und du rechnest damit gar nicht, ne? Aber guck mal, du kannst ja überall hier einfach... Junge. Bei den meisten Kurven müsstest du nicht mal bremsen. Da reicht einfach Gas wegnehmen und dann dreht er sich einfach in die Kurve rein. Ne? Wir sehen ja jetzt hier gleich die V-Max, ne? Aber das werde ich mal ein bisschen abkürzen für euch, damit das Video nicht noch unnötig lange geht. Weil jetzt fahren wir gleich hier mit 300 oder so eine Stunde geradeaus. Ich zeige euch dann ab da, wo es bergab geht oder so nochmal, ne? Muss man jetzt hier nicht komplett gucken, das ist ja voll unnötig mit dem Auto. Viel zu lahm. Oh, der schleppt da jetzt schon, ne? So, fast eingepennt dabei gerade. Die ganze Zeit mit 290. So, warte mal, 3. Ja, 3,5, 3,6. 300. Oh mein Gott, 306. Ja, okay. Nochmal Pause. Und wir kommen ins Ziel. Ah, 6 Minuten 4. Gefühlt eine Stunde. Ja, es ist ein sehr, sehr geiles Auto, Alter. Ich werde das definitiv öfter mal benutzen für S1. Definitiv, das macht echt mega Bock. Weißt du, wenn du mal so ein bisschen, das passt gerade auch perfekt, wenn du so ein bisschen verschlafen bist, so, ne? Oft ganz chillig, auch ohne Traktionskontrolle, kannst du ganz einfach fahren. Damit kann jeder Vollaffe in die Kurve fahren. Schwöre ich dir. So, und jetzt, Junge, jetzt war mir was Bescheuertes hier. Ich hätte ja gerne ein neues Auto gekauft, aber es gibt keinen. Wir bauen jetzt hier den V8 ein. Sollen wir gucken, was mit dem Turbo Rally geht? Ja, komm, für euch, warte mal. Wir haben jetzt hier ja 635 Standard, ne? Mit dem Turbo Rally geht nicht so viel mehr. 677 PS. Bisschen mehr, okay. Aber wir brauchen den V8, Junge. Da hat er jetzt schon mal 800 PS. Wir sind jetzt schon S2, 900 irgendwas. Den bekommen wir auf 1300 PS und da geht noch ein bisschen mehr. 1975 Kilo sogar wieder weniger als PS. Das ist echt wieder ein geiles Verhältnis, ne? Etwa 7,5 Liter Hubraum. Aber siehst du, du kommst selbst da nicht mal ans Ende von S2, ne? Was man jetzt noch machen müsste, ist natürlich, logischerweise, Allrad, ja, 83, aber da kommst du trotzdem nicht ans Ende. Und dann nehmen wir noch hier das Getriebe, Kurbelwelle hier, ja, Rennen, so, fertig. Die Reifen haben wir ja schon. So, jetzt haben wir einen schönen Vorteil in der Bude hier. Macht fast kein Standgeräusch irgendwie. Die ganze Karre bewegt sich jetzt, Alter.
So, vom Teenager zum Erwachsenen geworden, oder so ein Ding. Jetzt müssen wir noch die Tür irgendwie entfernt kriegen und die ein bisschen kürzer machen, dann passt das. Ja, Turbo aufgeladen, hört man ja so ein bisschen, ne? Also ich habe jetzt übrigens die Verteilung erstmal 60% hinten gelassen, ne? Das ist was ganz anderes jetzt, ne? Wow! Ey, fast noch bekommen die Kurve, Junge. Krass. Oh, warte mal. Alter, der fährt echt ganz gut. Der Sound jetzt passt irgendwie gar nicht, ne? Boah, wie gut! Hab schon am Anfang noch gerade überlegt, so war, stelle ich das schon mal auf 70% hinten oder so, ne? Alter, das ist glaube ich echt perfekt. Das fährt voll gut. Boah, jetzt bin ich auch agil, ne? Wie kann er so agil sein, Alter? Der fährt sich ja fast wie Hackantrieb. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Leck mich am A. Wie geht er am Start? Tschüss! Ja, mein Gott, ey. Guck mal hier, komm. Du hast so ganz, ganz minimales Untersteuern manchmal, aber das ist wirklich fast nicht vorhanden. Es ist ziemlich neutral. Ja, wenn du dann halt auch reinbremst, dann kannst du den auch querfahren, ne? So. Siehst du? Boah. Siehst du, wenn du reinbremst? LOL! Wie geil, Alter! Ey, ja moin. Ey, damit hab ich nicht gerechnet, Alter. Hä? Ey, da mach ich ja richtig Bock, das Ding, ey. Ich wollte es nicht machen, aber wir müssen dann auf die Teststrecke, Alter. Also das ist mal eine Überraschung. Das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe gedacht, so, das wird nichts, ne? Ganz ehrlich. Aber das ist voll gut, ne? Das macht auch richtig Spaß, damit zu fahren, Alter. Richtig Bock, das Ding, ey. Aber die Frage ist, das ist auch gut für ein Rennen, ne? Also zum Spaß haben draus ist das geil, aber ist das auch gut für ein Rennen, ey? Du musst nicht... driften, ne? Das ist halt so, guck mal hier, ne? Da kann ja auch ganz normal reinfahren. Wenn du jetzt nicht in die Kurve reinbremst, so wie ich jetzt gerade, dann, Junge, easy. Aber wenn du mal eine enge Kurve hast, so wie hier, dann kannst du halt reinbremsen und dann kannst du halt ein bisschen querstellen, ne? Das ist ja geil, Mann. So, hier, guck mal, jetzt hier. Guck. Nix mit Drift. Jetzt pass auf. Ah, ist ja scheiße, warte. Ja, zu spät. Ja, hier ist dann schwierig, ne? Aber dann zack. Lol, Alter, wie gut. Ja, so kriegst du den jetzt gar nicht quer, ne? So, hier kannst du jetzt driften, wenn du willst. Oder du bremst halt schön vor der Kurve ab und dann kannst du auch einfach ganz normal reinfahren, ne? Aber jetzt war ich ein bisschen zu schnell. So, und dann die Driften, Alter. Kannst du dann... Das ist ja echt... Das muss ich ja kurz pausieren. Das mache ich nie. Normalerweise... Es ist ja voll lustig, ne? Wenn du... Du kannst das Auto fahren, wie du willst. Entweder du fährst das einfach stabil oder du fährst das in einem Drift. Gleichzeitig, wie du willst.
Bremst du vor der Kurve, fährt das Ding einfach wie ein Gott rein, bremst du so ein bisschen rein, dann kannst du rumdriften, Alter. Das ist ja nice, Junge. Das hat man auch sehr selten, dass das so funktioniert, ey. Guck mal hier. LOL. Boah, ist so schnell. Junge, wer ist er denn schon wieder, Alter? Scheiß Clio. Ey, voll gut, ne? Aber es ist halt leider ein sinnloses Auto, leider, ne? Das ist halt einfach so, weil... Ja. Wir kommen nicht ans Ende von S2 damit, ne? Ja, und der kann auch gar nicht mithalten mit Ende S2 Autos, ne? Also, keine Ahnung. Jetzt stellst du den Sesto hin, ohne Tuning. Ja. Wird schwer, ne? Aber es macht Bock! Das ist geil, Junge. Aber für ein S... Also, du könntest ja auch den Allrad nehmen für das S1 Auto. Dann musst du aber wieder ein bisschen Leistung rein, rausmachen, weil der hat dann mit Allrad 904 von der Stufe. Muss halt 4 Stufen runterkriegen, also nochmal Leistung rausnehmen. Aber ob das dann noch so sinnvoll ist, weiß ich jetzt nicht, ne? Weil der kommt ja mit dem Frontantrieb eigentlich gut klar. Es macht nur Sinn, wenn du sagst, Junge, das Untersteuern ist ja übelst nervig. Ja, okay, ne? Aber dann macht das macht echt Bock, Alter, ohne Witz. Das habe ich echt nicht erwartet. Ich dachte, das ist Müll. Das ist voll gut. Aber ja, wow, voll rein, Alter. Einfach reingefahren, scheiß drauf. Guck mal, wie stabil. Guck mal. Komplett stabil. Wir haben zwar einen Strich gemacht, aber komplett stabil. Stabil. Jetzt wird's lustig, weil jetzt kannst du, wenn du es schaffst, auch hier rumdriften dann. Warte. Schaffe ich's? Na? Ja? Nee? Jetzt. Ah, zu spät. Das ist so ein witziges Auto, Alter. Siehst du hier, du kannst ihn halt stabil fahren ohne Traktionskontrolle, ne? Guck mal hier, siehst du? Schön vor der Kurve abbremsen und dann kannst du einfach easy reinfahren, ohne irgendwie quer zu fahren. Du kannst selber bei jeder Kurve, ohne was einzustellen, entscheiden, ob du driften willst oder halt nicht. Wie geil ist das denn, Alter? Das haben wir noch nie gehabt, ne? Ja, guck mal, hier fährst du einfach Vollgas, ne? Zack. Junge, juckt den gar nicht, Alter. Das ist nice, Mann. Echt, ey, Junge. Ey, ich brauche noch einen davon. Ich brauche auf jeden Fall noch einen davon, Mann. Das geht ja gar nicht, Junge. Ja, ich weiß, da gibt es dann immer Leute, die sagen, ja, du kannst ja einfach 2 Setups hochladen und die dann immer wieder... Aber, Digga, wer hat denn Bock, immer wieder das Setup dann neu runterzuladen? Das ist doch voll scheiße, Junge. Wenn ich ein Auto... Wenn ich jetzt draußen bin in der freien Fahrt, Junge, dann will ich einfach ein Auto auswählen direkt und fertig, ne? Und nicht hier dann noch irgendwie die Setups runterladen. Direkt Auto auswählen. Vor allem, vielleicht fährst du jetzt mal mit einem Kollegen ein S1-Rennen, danach ein S2-Rennen, so, weißt du? Ich muss mir davon noch einen holen. So, wir sehen uns irgendwo gleich da hinten irgendwann. Okay, geht den Berg runter. 385 haben wir oben. Und wer ist... Oh... 93. Vielleicht schafft er noch 95, aber 400 auf jeden Fall nicht. Da musst du länger... Guck mal, der hält das jetzt hier so bei 93. Das ist echt gut, ey. Jetzt können wir den Wagen aber nicht mit den anderen vergleichen aus dem Carpack leider, ne? Das müssen wir jetzt hier berücksichtigen bei der Zeit. 527. Wir können das aber nicht vergleichen, weil die anderen hatten alle von der Stufe 950 ungefähr, ne? Der hat ein bisschen mehr Bums. Der hat ja 980 sogar. Ey, das ist ja mal ein geiles Auto, ne? Das Coole ist, weil das Video jetzt heute relativ früh kommt, habt ihr alle noch die Gelegenheit, euch den Wagen zu besorgen. Also jetzt ins Spiel reingehen oder morgen bis spätestens nächste Woche Mittwoch, ne? Und dann die Karre noch holen. Der ist sehr, sehr gut, Digga. Und verkauft den auf gar keinen Fall. Der ist richtig nice. Macht das mal so, wie ich das gemacht habe hier mit Allrad. Ich lade euch das Setup auch hoch, ne? Das S1 habe ich hochgeladen und das lade ich jetzt auch gleich eben hoch. Es ist ein unnötiges Setup, aber es macht mega Spaß, alles geil. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.